Seit 1995 vertrauen Menschen aus der ganzen Welt auf das Zentrum für geistiges Heilen in Roth. Die anerkannten Heilerinnen Anne Hübner und Tanja Eckersberg bieten im mittlerweile erfolgreichsten Heilzentrum Europas eine allumfassende Geistheilung für Mensch und Tier. Ein herausragender Heilimpuls gegen Beschwerden jeglicher Art ist die göttliche Ordnungsenergie, mit der angeborene Beckenschiefstände, Beinlängenunterschiede und Wirbelsäulenverkrümmungen in einer einzigen Behandlung dauerhaft behoben werden und eine Basis für die Heilung sämtlicher Symptome geschaffen wird. Von verstorbenen Kontakten und Botschaftenübermittlungen über Anschluss ans höhere Selbst bis hin zur Befreiung von Urblockaden. Menschen aus aller Herren Länder sind sowohl von den überwältigenden Heilerfolgen als auch von den Seminaren begeistert. Zentrum für geistiges Heilen. Hier wird die heilende Physik Gottes in sichtbarer und beweisbarer Form praktiziert. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Bin sehr froh, dass ihr hierher gekommen seid. Und auch als Tanja vorhin sagte, nichts geschieht zufällig im Leben. Ich behaupte sogar, die göttliche Führung hat euch hierher geschickt. Wir haben diese göttliche Führung in uns. So planen wir etwas nicht rein zufällig. Irgendwie darf es heute sein, dass ihr darüber erfahrt, was ich mache. Glaubt ihr an Wunder? Mensch, ich sage immer, das Wort Wunder reicht gar nicht für meine Arbeit. Denkt nicht, dass ich jetzt hier überheblich sein will. Aber ich vollbringe tatsächlich Wunder. Und das in der heutigen Zeit, das ist gar nicht so einfach. Als ich 1995 schon plante, ein Heilzentrum zu gründen, fuhr ich sogar bis nach Bonn zur Gesundheitsministerin und zeigte ihr mein Können. Sie war entsetzt. Die Wirbelsäulenheilung. Ja, was machen wir denn dann mit unseren erstklassig ausgebildeten Orthopäden? Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Ich kann doch Milliarden einsparen. Die Menschen haben eine gerade Wirbelsäule, keine Schmerzen mehr. Denn ich kämpfe ja schließlich gegen die Volkskrankheit Nummer eins. Das hat doch jeder Mensch, Rückenprobleme. 500 Milliarden werden jährlich für schulmedizinische Therapien ausgegeben, die wirkungslos sind. Weil das Becken ist schief bei jedem Menschen. Ausnahmslos. Wir kommen schon so verkrümmt auf die Welt. Weil wir haben noch ein altes Programm. Erschreckt nicht, wenn ich euch das jetzt zeige, was wir mal waren. Ich gehe mal hier ein bisschen schneller drüber. Das ist unser Zentrum in Roth. Und merkt euch bitte den Begriff Herstellung der göttlichen Ordnung. Auch das war nicht immer einfach. Denn viele haben gesagt, ach, das ist so religiös. Aber nein, es ist die Wahrheit. Ich stelle die göttliche Ordnung in euch her. Man kann das nicht umschreiben. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Und deshalb bleibe ich auch bei diesem Begriff und ich beweise euch das sogar nachher. Wer ist denn so mein Vorbild? Da muss man gar nicht lange suchen, denn der berühmteste Heiler der Menschheitsgeschichte, will ich mal sagen, war Jesus Christus. Es war doch alles schon da. Das geistige Heilen ist doch bewiesen worden durch ihn. Man fragt sich, wieso kamen die Menschen alle von diesem Weg ab? Was ist mit ihm geschehen? Warum hat man diesen weisen Menschen, der heilen konnte, so, sagen wir mal, schlecht behandelt? Glaubt mir, als ich 1995 mein Heilzentrum gründete, da war ich auch noch eine Straftäterin. Weil wir hatten ein altes Reichsgesetz von 1939 und das geistige Heilen war mir verboten. Aber irgendwie habe ich das geschafft. Mit ganz viel Einsatz. Das moderne Mittelalter musste ich auch hinnehmen, was man alles mit mir gemacht hat. Ich habe so viele Musterprozesse geführt. Aber dank Christos Drosiniakis, der genauso ein Kämpfer war wie ich, ein Heiler aus Griechenland, haben wir doch tatsächlich 2004 erreicht, dass das geistige Heilen erlaubt wurde. Und
Ich danke dem Himmel, dass so etwas geschehen ist. Also, Jesus, mein Vorbild, er sagte schon, nach mir wird es noch andere Heiler geben, die noch größere Wunder vollbringen als ich, hat er gesagt. Ich habe das neulich im Neuen Testament rein zufällig gelesen, weil ich habe solche Bücher gar nicht studieren können. Mir fehlt die Zeit, ich muss so viel arbeiten oder darf so viel arbeiten. Kurz und gut, da steht drin, nach mir werden andere kommen, die genauso Wunder vollbringen als ich, wenn nicht noch mehr. Und das hat mich sehr bestätigt. So, was sage ich dazu? Also, das hatte ich eben schon angefangen. Wir stammen da von diesem Vierfüßler ab. Und der hatte ein schwenkbares Becken. Variables Becken nennt das die Schulmedizin. Das war von da nach da und von hinten nach vorne zu kippen. Evolutionsbedingt haben wir den Neandertaler als Vergleich. Der hat schon versucht, auf zwei Beinen zu gehen. Und dann der Homo sapiens, der hat sich schon so in der Schulter aufgerichtet. Es war immer eine Verbesserung. Und dann kommt der Gottmensch. Der Gottmensch, wie schön sich das anhört. Aber er ist noch nicht vollkommen, weil er hat immer noch dieses variable Becken und hat dadurch noch keine Balance. Deshalb muss er den Stab tragen oder halten, damit er sich daran ausbalanciert. Und das ist die Ursache, warum der Mensch anschließend Rückenprobleme bekommt. Weil sein Fundament nicht stimmt. Das Becken kippt sich hin und her und die Wirbelsäule muss sich der Erdanziehungskraft entsprechend krümmen. Das ist der Grund, warum die Menschen Skoliosen haben und all die daraus resultierenden Krankheiten. Und was ich mit euch mache, wird das Ergebnis sein. Diese ganzen Vorgaben, evolutionsbedingte Entwicklungsinformationen, die löse ich von euch ab. Und ihr werdet in einem Augenblick, der nicht mal messbar ist, eine Sekunde ist noch zu viel gesagt, werdet ihr in der göttlichen Ordnung stehen. Und das für immer. Denn meine Heilarbeit ist nicht zu vergleichen mit der Chiropraktik oder mit einer Technik, mit einer Methode oder irgendetwas vom Menschen ausgedachtes, sondern das ist reine Heilung durch den Geist. So werdet ihr hier rausgehen, wenn ich euch behandelt habe oder wo ihr auch hinkommen wollt zu mir ins Zentrum. Es wird der ganz, ganz große Wandel sein. Denn die ganze Menschheitsgeschichte darf sich wandeln. Es ist eine Zivilisationsveränderung. Die Energie bringt einfach das Licht in uns hinein. Und die Gnade, welches der Menschheit jetzt zu dieser Zeit zugeteilt wird. Herrlich. Schaut mal, alle Schrauben oder das Verschraubtsein, das Verwickeltsein in die Vergangenheit löst sich ab und ihr steigt auf. Und wie nenne ich euch dann? Ihr seid Quantengötter. Der Quantengott ist ein Mensch in einem menschlichen Körper, der sich mit dem Gott-Einssein verschmolzen hat. Der Gott in uns. Das müsst ihr jetzt einfach akzeptieren, dass das so ist. Jesus hat auch schon gesagt, ich und der Vater sind eins. Es gab nie eine Trennung. Den Gott in irgendeiner Lehre zu suchen, da darf ich jetzt nicht so ins Detail gehen, das ist wirklich eine reine Zeitvergeudung. Gott in uns. Aber ich muss euch gestehen, das ist erst jetzt möglich, im dritten Jahrtausend, in diesem Zeitalter, das nennt sich auch das Zeitalter des göttlichen Geistes. Von 0 bis 1000 wurden die Religionslehren erschaffen, die Länder entdeckt. Von 1000 bis 2000 hatten wir die materielle Welt. Da kamen wir auch vom Göttlichen ab. Da waren unsere Sinne so verwirrt. Da haben wir den Gott auch gar nicht gesucht. Aber jetzt, im dritten Jahrtausend, in dem wir uns seit 15 Jahren befinden, dürfen wir den Gott in uns erwecken.
Und ich muss euch gleich mal noch was ganz Tolles sagen. Wir werden genährt von der Mutter Erde. Das ist eine weibliche Energie. Und die Frauen, die starten jetzt eigentlich ganz schön durch. Aber die wunderbaren Männer tauchen ein in diese Mehrdimensionalität. Denn der Mann war eigentlich linear, eindimensional. Er hatte Vorgaben, du bist ein Krieger, du musst kämpfen. Und die Emotionen, die behalt mal lieber versteckt. Jetzt darf er fühlen. Jetzt darf er diese weiblichen Anteile entwickeln in sich. Die schönste Zeit auch für euch Männer, euch wirklich zu dem zu bekennen, was in euch steckt. Auch der weibliche Aspekt. Und dadurch passen wir auch viel besser zusammen, Mann und Frau. Die Frau als multidimensionales Wesen, der Mann als multidimensionales Wesen, kann endlich Resonanz gelebt werden. Freut ihr euch da drauf? Du bist schon so ein neuer Mann. Das darf ich einfach sagen, weil du hast eine sehr spirituelle Weisheit. Ja, es gibt, und die, die hier sind, sind alles schon die neuen Männer. Freut euch auf diese herrliche Zeit. So, das Thema Rückenprobleme, 500 Milliarden, das habe ich schon gesagt. Ihr kennt das alles. Es sind keine Therapieformen möglich, die das alles lösen können. Schulmedizinisch leider noch nicht, aber ich darf mit Freuden verkünden, es kommen viele Schulmediziner zu mir, die sogar lernen und sagen, mir reicht das nicht, was ich kann, bitte bring mir das bei. Und das freut mich mehr und mehr, es lockert sich. Ich sage auch, meine Arbeit ist die Medizin der Zukunft und auch die Zukunft der Medizin. Denn der Geist muss in die Schulmedizin rein, der fehlt ja. Bis jetzt hat das noch gar keiner vermisst. Deshalb können die Ergebnisse nicht so sein, dass sie zufriedenstellend wären. Wir haben eine tolle Gerätetechnik. Wir haben super ausgebildete Ärzte, aber wir haben leider auch die meisten Kranken. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Heute werden ja Milliarden für Geräte ausgegeben, um Krankheiten zu finden. Um Krankheiten aufzuspüren. Es wird ja nicht ein Cent ausgegeben, um die Gesundheit herzustellen. Stellt euch das mal vor. Heute heißt es, der Kranke wird gebraucht. Der ist ja die Wirtschaftsstütze Nummer eins. Und wenn ich gesund mache, dann bin ich denen ein Dorn im Auge. Aber wie gesagt, es wandelt sich. Die werden noch alle nach uns Geistheilern rufen. Ich bin mutig, dass ich das ausspreche. So sieht die schulmedizinische Therapieform aus, wenn jemand eine schiefe Wirbelsäule hat, eine Skoliose. Aber auf dem rechten Bild kann man deutlich erkennen, dass diese Dame einen Beckenschiefstand hat. Sieht man das? Links die Hüfte, die ist viel runder. Die rechte ist ganz flach. Dadurch, dass sie so stehen musste, hat sich die Wirbelsäule verformt. Und dann hat sich sogar dieser Rückenhöcker gebildet, sonst würde diese Dame umkippen. Weil der Körper muss der Erdanziehungskraft gerecht werden. Und nach meiner Behandlung kann das perfekt erfolgen. Aber hier hat man natürlich ein Drahtgestell eingesetzt. Und tja, wenn ich mich da an die Worte von Dr. Carl Gustav Jung erinnern möchte, der gesagt hat, das war um 1900 rum schon, die Menschheit wird erschüttert sein, was wir schulmedizinisch für ein Flickwerk betrieben haben, weil wir nicht ganzheitlich therapiert haben. Wir werden entsetzt sein, hat er sogar gesagt. Und deshalb sage ich nochmal, meine Arbeit ist die Medizin der Zukunft. Ja, also gut. Man hat an der Wirbelsäule überhaupt nichts herum zu operieren. Sie ist ja die Verbindung zum Universum. Sie ist sowas von sensibel. An der Wirbelsäule ist ja die gesamte körperliche Funktionalität angeschlossen. Wenn ich da etwas verletze, habe ich so einen Schaden angerichtet. Hier der Beweis. An der Wirbelsäule sind auch alle Organe und Steuerzentren angeschlossen. Die Leute kommen zu mir mit Herzschmerzen, was sie alles für Pillen nehmen müssen. Ich sage, du hast nichts am Herz. Dein Herz ist gesund. Du hast nur eine gestauchte Brustwirbelsäule. Deshalb
bekommt dein Herz nicht die richtigen Impulse. Es kann zu Rhythmusstörungen kommen, zu allen möglichen Erscheinungsformen, das kennt ihr ja. Und dann, der Arzt wird jetzt am Herzen arbeiten. Ich arbeite an der Wirbelsäule. Und so habe ich natürlich schon ganz viele Herzkranke behandelt und jetzt kommen immer mehr Kardiologen zu mir und sagen, kannst du mal nach mir gucken? Also der Wandel ist da. Herrlich. Alles andere, ihr könnt das ja lesen, auch die Bauchspeicheldrüse, die Nieren, ganz wichtig, der Darm, der Blinddarm und die Hüfte und das Gesäß, wenn die Wirbelsäule schief ist, haben wir 500.000 künstliche Hüftgelenksoperationen jährlich. Fast genauso viele Knie werden ausgetauscht. Und 200.000 Bandscheibenvorfälle. Ist doch klar, dass die Bandscheibe rausrutschen muss, wenn das Becken schief ist. Wie soll das anders gehen? Wenn das Becken gerade ist, durch meine Arbeit, kann es gar nicht mehr passieren. Könnt ihr das erfassen, was sich durch die Begradigung der Wirbelsäule alles erfüllt? Ihr bekommt die Gesundheit zurück. Und hier habe ich eine alte Schablone, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich die gerettet habe, denn die gab es nur eine Zeit lang in einem Buch. Da sieht man sogar Tumorzellerneuerung, die 22,5 Frequenz ist an der Wirbelsäule angeschlossen. Man kann also genau das, was Paul Schmidt damals schon gesagt hat, weitergeben. Die Krebskranken müssen an der Wirbelsäule geheilt werden. Und deshalb habe ich auch so viel Erfolg. Ich wollte heute früh noch den letzten Bericht mitnehmen, leider war ich so in Eile, habe ihn liegen lassen. Ich habe jetzt auch gerade wieder eine Frau von Brustkrebs befreit, wo schon Metastasen in der Wirbelsäule waren. Sie war schon operiert und ganz, ganz schlimm, sollte noch die Brust amputiert bekommen. Und dann noch die Chemo und alles war schon im Programm. Und irgendwie treffe ich den Mann in Baden-Baden auf der Messe, habe ihm die Wirbelsäule begradigt, weil er so schlecht gelaufen ist. Und dann sagt er zu mir, ich sagte zu ihm, du hast aber ein schweres Lastenpaket auf den Schultern, da ich ja hellsichtig bin, sehe ich das alles. Und er sagt, ja, meine Frau hat Krebs. Oh, habe ich gesagt, ich kann ihr helfen. Und so habe ich dann erstmal nur am Telefon mit ihr geredet und am nächsten Tag ging der Tumor schon zurück. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann kam sie, nach 14 Tagen hat sie sich aus dem Krankenhaus rausgemogelt, kam zur Begradigung und dann ging das radikal nach oben. Chemo wurde abgesagt. Ich danke den Ärzten in Heidelberg, dass sie das kapiert haben. Denn manchmal sagen die Ärzte, jo, die Chemo ist schon genehmigt, die müssen wir ihnen noch geben. Die Ärzte haben tatsächlich gesagt, das fühlt sich gut an. Die Tumormarker sind runtergegangen und dann hat sie die Heilung bestätigt bekommen. Alles ist möglich, bitte. Merkt euch das. So, nochmal ein Beweis, dass die Wirbelsäule sich schon unmittelbar nach der befruchteten Eizelle anlegt, weil die Wirbelsäule gestaltet den Embryo. Von hier gehen alle Impulse aus. Und ganz eindeutig gestaltet sich danach das Kind. Und wenn die Kinder auf die Welt kommen, haben sie natürlich das alte Programm. Sie sind schief. Deshalb hat das kleine Mädchen schon 2 Zentimeter Fehlstellung gehabt. Nach der Behandlung die göttliche Ordnung. Diese Kinder wachsen doch ganz anders heran. Könnt ihr euch vorstellen? Wenn die gerade sind, dann macht auch die Schultasche tragen keine Probleme mehr. Es ist alles im Lot. Und die lernen ja viel besser. Und wenn der Erwachsene begradigt wird, ich sage euch, das Schlaganfallrisiko, das schrumpft weg. Weil der Kopf wird richtig durchblutet. Die Menschen sagen zu mir, ich kenne mich nicht mehr wieder. Ich bin neu. Und das stimmt. Ich mache euch neu. Wisst ihr, dass ich zu Hause eine tolle Adresse habe? Ich wohne in Roth. Das ist ja auch alles kein Zufall. Das hieß früher mal Tor. So wie Roma und Amor. Das wurde auch manchmal so getauscht. Ich wohne im Genheimer Weg 10. Die Gene kommen heim, er ist der Weg. Wenn du das langsam liest, passt das ganz genau zu meiner Arbeit. Und die Hausnummer 10 heißt Erneuerung. Das mache ich doch. Genau das. Stellt euch mal vor, wie ich da hingezogen bin,
Da habe ich überhaupt noch keine Ahnung vom Heilen gehabt. Aber im göttlichen Plan muss schon alles geschrieben gestanden haben, dass ich da letztendlich irgendwann mal wirke. Und das passt genau zu meiner Arbeit. Ich bin sehr stolz, diese Adresse zu haben, denn ich kenne gar keinen Heiler, der so perfekt wohnt. Und so wird es mit euch genauso sein. Das ist so ein Standard. Wir werden euch ja nachher einmal zeigen, wie das ausschaut. Schiefe Schultern, schiefe Schulterblätter. Die Menschen schleppen auch alle Pakete. Noch aus vorangegangenen Inkarnationen. Das räume ich ja alles auf. Auf jeden Fall 3,5 cm Becken Schiefstand. Wir dürfen euch ja leider nicht entkleiden. Das ist uns nicht erlaubt. Deshalb müssen wir jetzt das Becken uns nur vorstellen, wie schief das sein muss, wenn jemand 3,5 cm Beckenschiefstand hat und Beinlängendifferenz. So, ups, hier habe ich noch ein Bild mal von Männern. Mein größter Fall war 14 cm. Und da war einer dabei an dem Tag 7 cm. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Menschen schon alles haben? Wenn ich 7 cm Beckenschiefstand, die ganze Kindheit im Gipsbett, anschließend ein Korsett, später diese dicken Klumpschuhe. In einer Sekunde, weniger als einer Sekunde, war alles behoben. Der Mensch konnte ganz normal laufen. Ja, eine Odyssee beendet, ein neues Leben. So, das ist auch eine axiale Verdrehung, da kann auch keiner helfen. Dass wenn die Leute so stehen, da ist das Iliosakralgelenk seitlich verlagert und noch nach vorne gekippt. Das heißt, die Leute sind sehr gehbehindert später, da nützt nicht mal eine künstliche Hüfte. Meistens enden sie dann im Rollator. Nach meiner Behandlung. Wie viele Menschen schon ihren Rollator ins Auto getragen haben, das kann ich euch gar nicht sagen. Die junge Frau, jetzt schaut euch so eine junge Frau an, die war ja gerade am Studieren. Die hatte schon so eine große Beckenschiefstellung, 4,5 cm mit axialer Verdrehung. Sie konnte sich weder konzentrieren, hat jeden Tag Schmerzmittel gebraucht. Nach meiner Behandlung ein neues Leben. Das hast du schon gezeigt, Tanja. So zerrissen kommen die Menschen zu uns und so eine wunderbare Energie um sich herum haben sie nach der Behandlung. Und da kann man an der Wirbelsäule sehen, die roten Ecken, das sind alles Blockaden. Und rechts, unmittelbar nach der Begradigung, die gelben Punkte überwiegen schon, weil der Energiefluss gewährleistet ist. Tja, und von der Seite natürlich genauso. Und die Farben, die ich erzeuge, das sind die Delta- und Theta-Energien, das sind hohe Schwingungen, Heilströme, durchfluten den Menschen. Und das Aggressionspotenzial lässt auch nach, weil wenn man Schmerzen hat, dann sind auch die Stimmungen nicht so positiv. Wie soll man es anders machen? Man ist ständig depressiv. Aber nach der Begradigung, da steigt das Stimmungsbarometer nach oben. Man kann es hier sogar wissenschaftlich belegen. Das ist noch ein Bild von meinem Schüler, denn ich unterrichte diese Arbeit ja auch. Er hat auch eine herrliche Gabe von mir übertragen bekommen, um den Menschen zu helfen. Das ist noch alles bei mir zu Hause. Ihr seht, es kommen viele Menschen. Deutschland hat schon 10.000 von mir ausgebildete Heiler. Ja. Das ist doch eine Summe, das kann sich doch sehen lassen. Aber Tanja, ich sage schon seit 3 Jahren, 10.000 sind wahrscheinlich schon wesentlich mehr. Auf jeden Fall, die Menschen sind offen. Und uns sagt man auch nach, wir stammen von Atlantis ab. Wir sind überhaupt eine Heilernation gewesen. Atlantis, das war eine Insel, die ist 960 vor Christus durch eine Naturkatastrophe untergegangen. Und wir haben dort alle geheilt, geheilt, geheilt. Und so möchte ich das für Deutschland auch wieder haben. Ja, jeder soll seine Heilfähigkeiten endlich umsetzen. Heiler sind wir schon. Nur die Anleitung, die gebe ich euch zurück. Gut. Ja, Seniorenseminare gebe ich. Und hier, bei jedem Seminar, sind die Tiere inbegriffen. Ich bin auch eine Tierheilerin. Und die Tiere sind unsere Seelenbegleiter. Die dürfen wir nicht vernachlässigen. Da muss unbedingt geholfen werden. Ich habe auch einen Gnadenhof. Ah ja, ich bin überall aktiv. In Italien muss ich sagen,
Da haben wir das ganze Land verändert. Erstmal den Vatikan gereinigt, muss ja auch sein. Der hat es ja am allernötigsten gehabt. Die ganzen italienischen Schüler standen unter der Vatikan-Hypnose. Ich habe gedacht, so kann das nicht bleiben. Die müssen doch mal wirklich wachgerüttelt werden. Und jetzt so herrliche Erfolge, so unglaubliche Rückmeldungen von Heilungen. Also, ich bin ganz glücklich. Und natürlich hat das auch ein Mann erfahren, der ein Schloss besitzt. Und irgendwie dürfen wir dort jetzt arbeiten. Das ist doch schön. Aber ihr seht, die sind sehr neugierig. Da ist immer volles Haus. Ganz viele Schüler, die das Heilen lernen. Und das ist sehr, sehr positiv. Gut. Eine schöne Nachricht habe ich noch für euch. Das ist der Gesundheitsminister von Litauen. Er ist jetzt nicht mehr aktiv, aber er unterrichtet noch an seiner Uni. Er ist ein Herzchirurg gewesen. Als er meine Begradigung gesehen hat, sagt er, um Gottes Willen, ich habe schon so viele Herzen transplantiert. Jetzt sag nur, das wäre alles nicht nötig gewesen. Es war eine bittere Pille für ihn. Ich sag, ja, es war so. Wenn man nämlich die Leute begradigt hätte, hätten sie kein neues Herz gebraucht. Ihr seht, es darf jetzt so viel sich verwandeln. Also ihn habe ich auch mit 5 cm Beckenschiefstand so geholfen, denn er hätte dringend das Knie operiert bekommen müssen, weil er gar nicht mehr gehen konnte. Und dann, er hat mir in seinem Buch und auch von Tanja eine Widmung reingeschrieben und einen Bericht über meine wunderbare Arbeit und hat sich bei mir bedankt. Und er plant sogar, dass wir in Litauen an der Uni das geistige Heilen unterrichten sollen an die zukünftigen Ärzte. Da muss es hingehen. Das machen wir. Ja, das habe ich vor. Das wird der Anfang. Und das ist nochmal eine Hilfsorganisation, die ich in Indien habe. Auch hier haben wir eine Schule errichtet und helfen überall. Das ist ganz wichtig. Und in Indien, wie komme ich nach Indien? Ja, ich habe ein Haus in Indien geschenkt bekommen. Und in diesem Land habe ich ganz viel zu tun. Zum Beispiel dort auch am Klinikum mitarbeiten. Das ist für uns geplant schon fürs kommende Jahr. Da warten 850 Menschen auf uns. Auch 350 Ärzte wollen begradigt werden. Und das bestätigt mich immer wieder, dass meine Arbeit überall gebraucht wird. Und Gott sei Dank gebe ich sie ja auch weiter. Denn ich kann ja nicht die ganze Welt erreichen. Wir machen ja schon so viel. Und das hier war auch die Kardiologin, die so begeistert war von meiner Arbeit. Ich habe an diesem Tag einen Patienten gehabt, der hatte nur noch 20% Herzaktivität. Er blaue Lippen, er war so schwach, er sollte operiert werden. Nach meiner Begradigung ist er auf den Berg geklettert. Sofort eine Spontanheilung erfahren. Und das hat natürlich auch die Kardiologin begeistert. Tja, ihr seht, ich bin von Ärzten bestätigt. Das ganz große Glück in meinem Leben war, dass ich mir eine neue Wirbelsäule bestellt habe beim Universum und 5 Minuten später hatte ich sie schon. Ihr müsst einfach mal anfangen, etwas zu wünschen. Und es gibt sogar ein Bild. Das Bild zu bekommen war schwerer, wie die Wirbelsäule zu bestellen. Denn mein Partner wollte mich aber absolut nicht fotografieren, da unbekleidet in der Badewanne. Als ich dann noch zu ihm sagte, hol mal schnell die Kamera, ich habe mir gerade eine neue Wirbelsäule bestellt, ich glaube, die kommt schon. Da hat er gedacht, was ist denn mit dir heute passiert? Wir sollten noch arbeiten und ich habe am Morgen schon solche schwierigen Wünsche geäußert. Und dann habe ich einfach gesagt, doch, hol doch bitte mal die Kamera, brauchst du nur ein einziges Bild machen. Und dann endlich hat er eins gemacht. Das war keine Digitalkamera. Ich bin aber aus der Wanne raus und habe allen Leuten erzählt, ich habe eine neue Wirbelsäule gekriegt. Erst 4 Wochen später habe ich mich getraut, den Film irgendwo entwickeln zu lassen. Und dann sehe ich das. Einmalig. Das Bild, wenn man das ein bisschen am Computer noch bearbeitet, dann sieht man sogar die Bandscheiben. Es ist perfekt. Ich war ja auch aus der Wanne raus und sofort schmerzfrei bis heute. Ja, ihr Lieben, das ist der Beweis für meine Arbeit, dass sie funktioniert zu 100%. Da in der Mitte seht ihr so eine kleine Lichtschlange. Guckt mal, ich habe sie aber auch noch vergrößert. Da. Und
Da habe ich eine Frau begradigt, die hat eine 45 Grad Skoliose gehabt und sogar einen Rückenhöcker, einen Buckel, sagt man ja. Und als ich bei ihr die Energie aktivierte, hat Tanja zufällig ein Foto von mir gemacht. Und da sieht man ganz genau, wie ihre Wirbelsäule aussah. Reichlich verkrümmt. Und hinterher war sie perfekt gerade. Dann haben wir uns natürlich gefragt, was sind denn das für Lichträder? Die kennen wir doch gar nicht. Chakras sind das nicht. Und was haben wir gefunden? Guckt mal. Das Rad der göttlichen Ordnung. Und das bestätigt das, was ich schon immer behauptet habe über meine Arbeit. Dass ich die göttliche Ordnung im Menschen herstelle. Und was bedeutet denn die göttliche Ordnung? Euer Lebensrad darf sich endlich drehen. Es beinhaltet das Naturgesetz der Heilung von allem, sowie das Gesetz von Recht, Sitte, Ethik und Moral. Ja, wo sind denn diese Gesetze überhaupt geblieben? Wird danach noch gelebt? Nö. Die Menschheit ist einfach zu blockiert mit der krummen Wirbelsäule. Emotional, total ausgeschaltet. Deswegen sucht sie auch nicht nach diesen Dingen. Nach diesen Grundregeln für die kosmische ewige Ordnung des gesamten Universums. Erst nach meiner Begradigung findet ihr in diese Energie. Und da habe ich neulich auch, ich bin ja ein Medium und kann ja auch channeln, eine Botschaft empfangen, da sagte die geistige Welt, erst durch diese Hilfe können die Menschen in die Rechtschaffenheit und in die Gewaltlosigkeit finden. Vorher ist das gar nicht möglich. Da brauche ich mich wundern, dass da draußen so viel Unruhen sind. Erst nach der Herstellung der göttlichen Ordnung erfährt der Mensch diese Verwandlung. Ich mache also viel mehr, wie nur die Wirbelsäule begradigen. Es ist ja kaum zu beschreiben, was da alles sich erfüllt. Und die geistige Welt sagt, jeder, der von dir aufgerichtet wurde, bringt schon eine Rechtschaffenheitsenergie in sein Umfeld, in seine Familie, in sein Land. Erstmal in seine Stadt, dann sein Land und letztendlich die Welt. Alles strebt nach dem Weltenfrieden. Zu keiner Zeit war das möglich. Erst jetzt. Was wir jetzt erleben mit den vielen Menschen, die hier einströmen, das bedeutet für uns die Herzöffnung, das Mitgefühl, diese emotionalen Ebenen, die dürfen endlich mal aktiv werden. Das Ego, das geht mal zurück. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie nur noch in der Ego-Energie leben. Ja, jetzt ändert sich alles, kommt alles von oben. Ist so gewollt. Und ihr seht, die Veden, die Urmenschen haben schon dieses energetische Rad gekannt und so ist es bewiesen, dass ich die göttliche Ordnung in euch herstelle. Das Wichtigste, was ein Erdenmensch erfahren kann. Die Energie geht auch nicht mehr verloren. Die bleibt euch erhalten für immer. Einmal für immer. Jeder Mensch kann nur auch nur einmal begradigt werden. Er kann aber eine Nachbehandlung haben, wenn er sich verhoben hat, verrenkt hat, mal auf den Po gefallen ist oder sonst was. Das passiert ja schon. Ansonsten kann er nie wieder schief werden. Ausgeschlossen. Die geistige Welt macht nur vollkommene Arbeit. Hier nochmal deutlich zu sehen, die Vortex-Torsionswelle, die ich abrufe, wenn ich die Menschen begradige, das ist ein energetischer Wirbel in der Farbe helles Violett. Das heißt, das steht noch über den Beta-Farben, über Theta-Farben hinaus, über dem violetten Licht. Das ist eine Nullenergie, mit der ich arbeite. Die ist gar nicht messbar. Irdische Geräte sind noch nicht entwickelt, dass man meine Energie messen könnte. Und, oh, ich bin schon beim nächsten Thema. Also, wir machen noch eine Vorführung. Während die Tanja hier vermessen tut, ich kann das nur so ermöglichen, werde ich euch,
werde mich da ein bisschen zurückziehen, alle hier noch strahlenfrei machen. Ich bin nämlich auch geistige Alchemistin. Die Geisel der Menschheit ist das Verstrahltsein. Was wollen wir dagegen tun? 1 Million Rheumakranke jährlich durchstrahlen. Und das wird ja immer schlimmer. Die Kinder haben ja heute schon Kurzschluss in den Drüsen. Und so weiter. Die Psychiatrien voll bis oben hin, Burnout. Ich höre gar nichts anderes mehr. Ich mache euch alle strahlenfrei. Und dass ihr auch strahlenfrei bleibt, gibt es eine ganz einfache Hilfe. Holt euch bei mir am Stand einen Schutzanhänger und dann seid ihr gewappnet. Normal demonstriere ich auch mit meinen Strahlenschutzanhängern. Habt ihr eine Aura von 50 Metern? Was Wissenschaftler erst erahnen, praktiziere ich schon jahrelang. Weil die geistige Welt ist meine Berater. Und ich bin mit allem weit voraus. Wirklich. Das mache ich jetzt noch nebenher und Tanja zeigt euch, wie schief und krumm die Menschen sind. Ihr Lieben, hier haben wir wieder einen besonders großen Beckenschiefer, ein Topmodel. Ihr Lieben, hier haben wir einen jungen Mann mit 5 cm Beckenschiefer und Hannes nochmal strecken, jawohl. Ein großer Unterschied, die Fußknochen sind versetzt. Dann kannst du bitte den jungen Mann noch mal filmen. Er strengt sich an, versucht sich gerade hinzusetzen, aber besser klappt es nicht. Dann bitte mal hinlegen auf den Rücken. Und in Rückenlage ist derselbe Unterschied von 5 cm. Ja, kann man noch mal kurz zeigen, dass er auch gerade liegt. Dass er das nicht extra macht. Genau. Und möchte mal jemand am kurzen Bein ziehen, von der Familie vielleicht? Papa. Papa, zieh mal hier am Bein. Versuch das mal länger zu kriegen. Ja, das geht ein bisschen, genau. Und wenn du wieder loslässt, dann geht sofort wieder zurück. Länger wird es nicht, ja? Das ist der echte Beckenschiefstand. Jawohl, vielen Dank. Gut. Oh, schön, der heute hatten wir schon mal Hannes da. Der kleine Junge ist auch so. Seltener Name. Also Hannes, sei mal froh, dass du hier bist. Habt ihr alle geguckt? Mhm. Will mal jemand am kurzen Bein ziehen? Vielleicht kannst du was länger ziehen. Komm, mach mal. Oh ja, du ziehst gut. Du hast gut gezogen. Aber, also ich darf ja nicht sagen, dass du keine Kraft hast. Oh, danke. Das erlaube ich mir überhaupt nicht. Aber es hat leider gar nichts bewirkt, denn das kann man nicht mit mentalen Kräften oder mit Gewalt oder auch wie der Chiropraktiker das macht, das kann man nicht beeinflussen. Nur mit der Heilung durch den Geist. Und dann leg dich mal bitte ab. Und ihr Zuschauer, am besten ihr macht mal die Hände so auf. Nicht zuhalten, sondern weil diese wunderbare Heilenergie, die könnt ihr auch spüren. Und ich bin ja hellsichtig, ich schaue mir den Hannes jetzt auch ein bisschen von innen an und gucke, was alles zu tun ist. Und der Hannes schließt am besten die Augen und lässt mal alles los. Natürlich, wenn er unten so schief ist, ist er auch oben so schief. Der Atlaswirbel sitzt ganz auf der Kante. Auch das Kiefergelenk verschoben, die Gleichgewichtsorgane, sogar die Schädelplatten sind nicht mittig. Und dann hat er mehrere Windungen in der Brustwirbelsäule und in der unteren Lendenwirbelsäule. Der Steißknochen steht schräg. Eine Gegenkrümmung. Das ist schon extrem. Bin schon am Becken, sucht sich jetzt die perfekte Position. Und die Hüftgelenke. Da schauen wir mal, was hierbei sich alles verändern darf. Ja, Kniegelenke waren ja alles fehlbelastet. Kommt gucken! Ich schiebe das jetzt nur zusammen. So halt der Geist. Er hat hier natürlich ein bisschen Bewegungseinschränkung, aber ihr seht,
Er ist ja nur auf der Außenkante gelaufen. Er ist nie hier unten auf der Hufsohle gelaufen. Mit dem kurzen Bein läuft man hier, mit dem langen Bein läuft man hier. So flach konnte er bis jetzt noch gar nicht auftreten. Und die Beine haben versucht, sich selber zu helfen aus dieser ungeschickten Situation. Verstehst du? Und jetzt bist du kerzengerade. Setz dich mal bitte auf. Hammer, das war die richtige Antwort. Hammer gut. Schaut mal. Guck mal, willst du mal ein Foto machen? Ich tun mal ein bisschen auseinanderdrücken. Lass schön locker, bleib schön locker. Mach keine Streckübungen, da kann ich es besser zeigen. Guck. Wir haben wie viel Zentimeter überwunden, Tanja? Hast du 5? Ja. Und ja. So heilt der Geist. Und Geistheilung funktioniert immer. Und wer etwas anderes behauptet, der hat kein Wissen. Kommt alle her, ihr lieben Leute. Ihr müsst nicht mehr Leidenswege gehen und Schmerzen aushalten. Die Heilung ist da. Wir sehen uns in Kürze. Danke. Alles Gute. Und wenn du jetzt läufst, ist das natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl, weil du jetzt mit beiden Beinen auftreten kannst. Hier unten sind ja die Fußreflexzonen und die konnte er ja gar nicht betätigen. Die sind auch wichtig für deine ganze Funktionalität. Und jetzt gehst du endlich flach. Spielst auch Fußball? Ja, jetzt kannst du mal Tore schießen. Ich wünsche dir, dass alle Fußballer zu uns kommen, die mit ihren krummen Füßen, die haben ständig Sehnenverletzungen und die Knie kaputt. Und das muss auch behoben werden. Kommt alle, besonders Bayern München. Die habe ich schon mal begradigt, die waren aber alle schon mal da. Aber die neuen Spieler noch nicht, das müssen wir mal nachholen. Gut. Zuerst müsste der Papa noch mal das Bein versuchen, zum Test zu schieben. In die alte Position zu schieben. Schieb so. Mal zurück. Jawohl. Oh, schon möglich. Geht nicht mehr zurück. Nein, schon möglich. Nein. Es hält und bleibt keine für Chance. Immer. Ja, ist perfekt gerade, Hannes. Und du sitzt auch anders, vielleicht können wir es mal noch zeigen, Kuba. Er sitzt jetzt viel gerader als vorher, kippt nicht mehr so zur Seite. Ja, sitzt du besser? Ja, spürst du. Wunderbar. So. Und gut, ausgezeichnet. Da bin ich sehr zufrieden mit dir und sage dir nochmal mein Glückwunsch. Danke. Ja. Gut, machen wir ein Foto. Die Spätschäden, die er aus hätte halten müssen, wenn er nicht gekommen wäre heute. Das könnt ihr euch ja denken. Hüftgelenk kaputt, Kniegelenk kaputt, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, weil 5 cm ist ja so eine brutale Fehlbelastung. Geht ja ständig das Becken hoch und dann wird natürlich der Knochen schwer geschädigt. Wir haben über 500.000 künstliche Hüftgelenksoperationen jährlich. Das können wir den Menschen alles ersparen. Schickt sie alle her, auch Freunde, Bekannte, und dann helfen wir. Danke. So, hier haben wir noch einen großen Unterschied von 3 cm bei der jungen Dame. So, linke Schulter ist höher. Das ist auch ungefähr 2 cm Unterschied. Du spürst, dass ich hier richtig dran drücke, gell? Ja, so eine geht nach links, rechts, links und rechts. Nimm mal die Füße zusammen, bitte. Das geht sofort in die linke Richtung. Und hier ist links mehr Abstand, obwohl ich die Lineale gleichmäßig andrücke, ja? Der Mensch ist ja ein Energiegebilde. Und wenn ihr das so zuhaltet, dann werdet ihr müde, schlapp, könnt euch nicht konzentrieren. Katastrophal. Was ich auch nicht leiden kann, ist, wenn ihr so daherkommt. Das darf man erst, wenn man über 90 ist. Also habt ihr noch viel, viel Zeit, weil diese Haltung, die bringt euch aus dem Gleichgewicht, ihr fallt vorne über und die Olis fallen ja auch andauernd hin, weil sie eine falsche Haltung haben. Aber ich muss euch alle freisprechen, denn ihr seid ja jetzt noch schief und krumm. Und deshalb, verzeihe ich euch das, aber wenn ihr nachher begradigt seid, und wollt dann noch mit den Händen da hinten hin, dann wird das schon schwer. Denn da müsst ihr euch verbiegen. Oder die Hände hier vorne machen ja auch einen Rundrücken. Das lasst ihr da bitte sein. Ihr steht da einfach nur noch gerade.
Auch das ist auch nicht richtig. Guck, hier ist die Tabelle. Da kann man das sehen. Das sind die Hauptenergiezentren eines Menschen. Unten ist das Wurzelchakra, darf man nicht zuhalten, weil es deine Erdung. Dann haben wir hier das Sakralchakra, Nabelchakra genannt. Hier Solarplexus, Herzchakra, also wer so macht, hält alles zu. Und dann bekommt er Störungen in der Form, dass er müde und schlapp ist. Deshalb habe ich euch das jetzt erklärt. Gut, so, und jetzt kommt bitte näher, denn hier ist jemand sehr betroffen, die Victoria. Leg dich am besten mal ab. Kommt mal näher, vielleicht will mal jemand, ganz locker bleiben, Victoria. Vielleicht will mal jemand an dem kürzeren Bein ziehen. Du zum Beispiel. Kommt, gucken. Mal schauen, was du schaffst. Was sagst du? Leg du dich wieder gerade hin. Sieht ein bisschen besser aus. Du, ich will dich ja nicht blamieren. Den Kraft hast du. Aber es hat sich nichts getan. Und das kann man einfach auch nicht. Weil das schiefe Becken, das kann man nicht runterziehen. Wie soll das gehen? Das ist doch alles fest. Und man kann das nur mit der Kraft des Geistes machen. Und deshalb bin ich bei dir, Victoria. Und du bist heute auch nicht zufällig hierher geführt worden. Ich darf dir jetzt helfen. Und das mache ich mit Energie. Weil der Mensch ist ja selbst ein Energiegebilde. Und eigentlich kann er auch nur mit Energie geheilt werden. Und wenn du die Augen schließt, Victoria, wirst du fühlen, wie die Energie oben über das Scheitelchakra in dich reinzieht und dann bei dir aufräumt. Ich fange schon bei den Gleichgewichtsorganen an. Auch das Kiefergelenk sitzt schief. Genauso ist es oben versetzt, wie das hier unten ist. Dann der Atlaswirbel wird korrigiert. Und die Brustwirbelsäule, also die Nacken- und Hals-Nackenwirbelsäule war bei dir sehr gestaucht. Da bin ich aber jetzt schon blitzschnell an der Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Trockene Knochen, bitte trinkt jetzt 2 Liter am Tag. Denn wenn ich das alles so schön dehne, dann können die Bandscheiben, die zum Teil gequetscht und trocken sind, sich voll Flüssigkeit saugen und ihr werdet völlig schmerzfrei. So, das Becken hat sich eingepasst, Oberschenkel, Halsknochen sitzen auch einjustiert. Bin schon an den Knien. Und jetzt bin ich eigentlich durch. Kommt, gucken, ihr Zuschauer, damit ihr das Wunder richtig seht. Ich habe nur das zusammengeschoben. Ich muss da gar nichts sonst machen. Heilung durch den Geist ist das Absolute und funktioniert immer. Was sagen meine Zuschauer? Toll. Unglaublich, danke. Unglaublich schön. Ich habe dich gerettet, Schatzi. Warum, sag ich dir. Guck, in dem Fall, wo sie hier unten so schief war, da hat sie auch so oben, das war auch schief. Wir können das heute aus Zeitgründen nicht alles zeigen. Und jetzt hat sie die Beine gleich lang, guck. Und vorher, als sie noch so schief war, ist sie nur auf der Außenkante gelaufen und hier auf der Innenkante. Der Fuß versucht das auszugleichen. Sie konnte niemals hier unten auf den Fußmechanismen gehen. Also der Hauptfußheber, der Muskel, der war gar nicht betätigt. Du bist nur so. Und jetzt trittst du erstmal so auf mit beiden Beinen. Und dann wird hier unten auch die Reflexzone betätigt, denn die hat ja auch noch gar nichts machen können. Und außerdem müsst ihr wissen, dass an der Wirbelsäule die gesamte körperliche Funktionalität angeschlossen ist. Das heißt, ich habe mich hier nicht nur um dein Skelett gekümmert, sondern auch um die Organe und Steuerzentren, die automatisch mitgeheilt werden. So, da fängt die Heilung an. Es ist eigentlich absurd, wenn ich mir so vorstelle, dass die Schulmedizin sich noch nicht erweitert hat und noch symptomorientiert betreut, wenn ein Mensch noch schief und krumm ist. Wie sollen die Menschen da heil werden? Kann ja gar nicht gehen. Die Heilung fängt immer an der Wirbelsäule. Habt ihr das verstanden? Toll. Dann
Dankeschön. Mein Glückwunsch. Dankeschön. So, Kuba, möchtest du noch was dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Wie fühlst du dich denn? Oder besser. Also es ist auch viel einfacher jetzt, Beine runter zu machen. Genau. Na, wie toll. Ja. Das freut mich. Danke dir sehr. So, auch hier ist alles bestens. Streckst du nochmal die Knie richtig durch? Genau, Füße hochziehen. Super. Kniechen unten lassen. Auf einen Millimeter, genau. Perfekt, gerade. So, man sieht noch, dass du da eine Skoliose hattest. Die Muskulatur rechts ist viel kräftiger als links, aber die Schulterblätter, die Knochen, sind perfekt gerade. Spürst du, dass ich hier an die Knochen andrücke? Wunderbar. Wirbelsäule ist gerade, 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 gerade. Skoliose ist links. Füße bitte zusammennehmen. Und die Abstände sind gleich. Hervorragend. Haben wir einen Jungen mit 3,5 cm Beckenschiefstand. Wie alt bist du denn? 4. 4 Jahre alt und 3,5 cm Beckenschiefstand. Das ist ganz toll, dass du hier bist. Und hier deine wunderhübschen Traktoren, die Mama gemalt hat. Die fahren überhaupt nicht nebeneinander. Die sind ganz versetzt. Leo, ich helfe dir jetzt, ja? Du bist ein wunderbarer Junge. Und dein Beckenschiefstand ist extrem, weil das ist eigentlich ja auch die axiale Rotation. Die Beckenschaufeln sind verschoben nach hinten, eine Seite nach vorne gewölbt. Setz dich mal bitte auf. Boah, ich zeig's nochmal. Warte mal, Schatzi, guck mal. Was sagst du nun? Nicht marschieren. Warte mal, Tanja, das ist ja 5 cm. Ja, das sind 5 cm. 5 cm. Mal schauen, was dabei rauskommt, weil er ist jetzt kein leichter Fall. Er hat Unfälle, aber ich gebe Mama die Bestes. So, im Sitzen kommt alle gucken, ihr seid Zeuge eines Wunders. Beine sind gleich lang. Super. Sogar den Unfallschaden. Wunderbar. Die ziehen sogar Metall an. Und wenn ihr die zuhaltet, habt ihr keine Energie. Komm, ich mach's mal. Ja, gut. Aber du musst sie nicht so fest drücken, die gehen von selber dran. Ups, ich sehe es noch nicht. Ja, seht ihr mal, was diese Räder bewirken. Das sind Energiewirbel. Und die ziehen jetzt Ätherwellen an. Die ernähren uns kosmisch. Und wenn ihr die zuhaltet, dann habt ihr keine Energie. Und die Hände sind handelnde Sinneswerkzeuge, die müssen immer vorne sein. In dem Moment, wo ihr eure Hände nach hinten nehmt, kommt ihr aus der Balance und fallt nach vorne und dann stolpert man und fällt hin und wird nicht kosmisch genährt. Das ist ganz wichtig, dass ich euch das jetzt zeige. Ihr werdet selber noch staunen, wie oft ihr so komisch dasteht. Und gewöhnt euch das ab. Und hier darf überhaupt keine Hand hin, weil hier ist das Wurzelchakra. Das ist unsere Erdung. Wieder was gelernt. Das ist ganz wichtig, aber die Ärzte haben keine Ahnung. Entschuldigung, müsst ihr auch mal lernen. Die geben euch ja gar nicht die Tipps. Und außerdem heißt Hände verstecken. Das ist eine alte Angewohnheit vom Militär. Paraden, die müssen immer die Menschen die Hände hinten hinmachen. Das heißt, ihr müsst wie eine dumme Hammelherde, müsst ihr folgen. Ihr dürft keine eigenen Handlungen machen. Ihr steht hier unter Kontrolle. Und leider hat sich das bis heute so beibehalten, dass die Menschen immer wieder ihre Hände nach hinten machen. Danke! Alles klar, kommt lieber her und lasst euch begradigen, dann kriegt ihr noch mehr erzählen. Tschüss! Ja, ich bin glücklich. Ich kann jetzt diese Bewegungen machen, was ich mein ganzes Leben nicht machen konnte. Jetzt mit 50 kann ich liegen wie ein kleines Mädchen mit 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt bin ich 50 und ich kann es. Ich fühle mich viel, viel leichter. Danke. Wie geht es dir denn, meine Liebe? Sehr gut. Ulrike. Ich bin heute Morgen mit Schmerzen hergekommen und wenn ich mich jetzt bewegt habe, aufrichten Sie sind weg. Wie toll. Das freut mich für dich. Ja. Durch mein Wissen. Und ich glaube nicht, dass ihr daran zweifelt, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ein Heilelement für die Menschheit zu schaffen. Das ist eine Erdkraftkarte,
eine Ladestation für den Menschen. Tankstellen für Autos gibt's genug. Wo gibt's denn was für den Menschen, dass er sich auftankt? Er wird immer nur leer, leer, leer. Anstrengende Arbeit, Stress bis hinten hin. Akkus gehen leer und da steht er da. Und da hat die geistige Welt gesagt, ich soll diese Ladestation schaffen. Das sieht einfach aus. Aber ich habe ein Jahr dafür gebraucht und da sind über 1000 Informationen drin, die ich alle von oben empfangen habe. Ihr bekommt dadurch die komplette Erdung. Ihr steht ganz anders im Leben. Und natürlich ist da auch Heilenergie drin. Sollen wir es euch mal zeigen, dass wenn man hier drauf gestanden hat, nicht mal mehr umfallen kann? Ja? Machen wir doch, oder? Ja. Dann hätte ich gerne zwei Freiwillige, die auf einem Bein stehen können. Genau. Alle? Wer noch? Eine Frau vielleicht? Oder Reinhard, genau. Einer nach rechts und einer nach links. So, genau. Dreht euch zu mir um. Wir machen jetzt einen kinesiologischen Test. Mache ich mit euch nacheinander. Ihr nehmt einfach die Arme hoch. Und wir fangen mal mit dir an. Reinhard, noch eine Sekunde Pause. So. Halle, ich drücke jetzt deinen rechten Arm nach unten, du hältst dagegen und ihr alle beobachtet mal den Halle, wie stark er ist. Achtung, es geht los. Boah, da hast du schon ordentlich Kraft. So, jetzt bitte auf ein Bein stehen. Das Knie richtig hoch zur Decke, dass du richtig wackelig stehst und die Arme bleiben jetzt oben. Ja, genauso wie eben. Jetzt drücke ich dich aus dem Gleichgewicht und ihr zählt bitte die Sekunden, wie lange er stehen bleiben kann. Ja, Halle, Achtung, es geht los. Eins, deine Arme muss oben bleiben. Zwei Sekunden. Ja, das ist gut. Zwei Sekunden ist schon vier. Normal eine Sekunde. Das stelle ich bitte auf die Karte. Und so einfach gerade stehen, Augen schließen. Genau. Und dann kommt der Rainer. Rainer, du hast das schon mitbekommen, deswegen bitte gleich auf einem Bein. Das Knie richtig hoch. Arme richtig hoch. Und bitte wieder die Sekunden zählen beim Rainer. Es geht los. Eins, zwei. Ja, Rainer, du musst schon den Arm oben lassen. Also zwei Sekunden. Ja. Es war auch nicht so viel, aber zwei Sekunden sind schon viel. Normal fällt jeder sofort um. So, jetzt ihr Zuschauer, fühlt mal, macht mal die Hände auf. Fühlt mal, wie die beiden jetzt schon hier gesättigt werden von dieser Heilkraft, die da rauskommt. Die füllt jetzt den ganzen Raum. Es wird warm in den Händen und kribbelt. Spürt ihr was? Ja. Ja. Das ist die Energie. In dem Moment, wo man sich auf meine Karte stellt, wird der ganze Körper genährt mit göttlicher Kraft. Oh, ich glaube, bei ihm ist die Halle Zeit schon um, Tanja. Halle, hast du was gemerkt? Ja. Was denn? Also als die ganze Zeit von oben Energie kommt. Aha, schön. Ja, das ist auch so. Der Halle ist dermaßen gefühlig. Diese jungen Leute, das sind die Heiler der Zukunft. So, Arme wieder hoch und dasselbe Bein wie eben nach oben. Genauso. Ja? Also, stell dich mal richtig. Du hast ja Zeit, stell dich richtig hin. So, jetzt bitte wieder gucken, wie lange er stehen bleiben kann. Achtung, es geht los. Boah, und jetzt kommt hier richtig Power. Der Halle fällt nicht um, der Arm geht nicht runter. Ich drücke mal fester. Boah, weil drückt mich noch weg hier. Man kann ihn nicht mehr umwerfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und was sagst du dazu, Halle? Braucht man jetzt. Los, frag los. Ja, das kann man doch staunen, oder? Der Mensch ist ein Energiegebilde. So, Rainer, hast du was gemacht? Ja, das war mit Füßen gemacht. Warme Füße gekriegt, super. Ja. Dann auch wieder auf dasselbe Bein. Komm ein bisschen nach links, dann verdecken wir die anderen nicht. Genau. Arme wieder hoch. Knie genauso hoch wie eben, Arme richtig hoch, so wie eben. So, Achtung, bitte wieder gucken, jetzt geht los. Aha, der Arm geht nicht mehr runter. Nein. Ich drücke fester. Hat ganz viel Kraft. Ich drücke noch fester. Da wackelt gar nichts. Super. Wow. Was sagst du dazu, Rainer? Verblüffend, ja. Verblüffend, danke.